Ja, hallihallo, liebe Leute, hier ist Dietmar von tariftipp.de. Ich habe ein neues Testsmartphone und zwar einen echten Knüller von Honor, das neue Honor 200 Pro. Dieses Smartphone, ja, so ein Oberklasse-Smartphone, kostet eigentlich zum Marktstart 799 Euro UVP. Es gibt aber eine Starteraktion. Ihr kriegt das Smartphone für 700 Euro und außerdem gibt es auf der Honor-Webseite auch so zwei Geschenkpakete. Da gibt es dann irgendwie Kopfhörer, Ladegerät und was war das noch? Earbuds, was weiß ich. Also da gibt es noch so ein bisschen ein paar Geschenke obendrauf. Ich persönlich glaube auch nicht, dass dieses Smartphone wieder 800 Euro kosten wird. Auch nach Ende dieser Aktion, schätze ich mal, bleibt es bei diesen 700 Euro. Ist auch egal. Wirklich ein herrliches Smartphone. Und das habe ich natürlich auch schon getestet. Den Testbericht zum Honor 200 Pro findet ihr hier auf meinem YouTube-Kanal. Das hier ist jetzt nur ein kleiner Videocheck. Ich teste mal oder ich zeige euch mal die Videoqualität hier in der höchsten Auflösung 4K mit 60 Bildern pro Sekunde. Es gibt alles bei diesem Smartphone. Dann logischerweise auch einen optischen Bildstabilisator bei der Hauptkamera, auch einen elektronischen. Es gibt auch eine separate Telekamera. Man kann also auch wunderbare Teleaufnahmen machen. Ich gehe jetzt noch mal so ein bisschen in die Sonne. Es ist wieder mal, wo ist denn die Sonne? Da ist sie. Wieder mal sehr windig hier bei uns in Norddeutschland. Insofern weiß ich nicht, ob die Audioqualität so gut ist. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Aber egal. Insgesamt wirklich ein Bomben-Smartphone. Guckt euch bitte meinen Testbericht an. Falls ihr euch gerade ein High-End oder ein Oberklasse-Smartphone kaufen wollt, seid ihr hier, glaube ich, mit dem Honor 200 Pro genau richtig. Das war's. Vielleicht sehen wir uns wieder beim Test. Bis dann. Tschüss.